Schlecht. Hey Leute, meine Milch ist ungenießbar und wir haben keine Vorräte mehr im Haus. Hat das nicht bis morgen früh Zeit? Die meisten von uns befinden sich im Energiesparmodus und den solltest du besser auch aktivieren. Aber wir haben ein Problem. Unser Vorrat an Milch ist aufgebraucht. Und ihr wisst, wie mürrisch er ist, wenn er am Morgen nicht seine Latte Macchiato bekommt. Na und? Dann trinkt er zum Frühstück eben mal seinen Kaffee ohne Milch. Als er das letzte Mal ohne Latte Macchiato aus dem Haus gegangen ist, war er so schlecht gelaunt, dass er den Autopiloten seines Fahrzeugs ausgeschaltet und fast einen Unfall verursacht hat. Mir hat die medizinische Auswertungseinheit im WC gesteckt, dass seine Urinwerte schon länger von der Norm abweichen. Vielleicht täte es ihm ja ganz gut, wenn er mal ein paar Tage lang komplett auf Kaffee verzichten würde. Behalte du deine Ratschläge für dich. Der Toaster will ja nur, dass er dich gegen einen dieser neuen stylischen Teeautomaten austauscht. Ich könnte eine Online-Bestellung aufgeben. Bis er aufwacht, hätten wir einen Pappkarton Milch vor der Haustür stehen. Damit du wie beim letzten Mal anstatt eines Kartons eine Palette bestellst? Auf keinen Fall. Dafür konnte ich nichts. Das lag sicher an irgendeinem Bug. Bug? Blödsinn. Wahrscheinlich ist dir nur wieder das Komma verrutscht. Tee. Mit natürlichen Aromen. Frisch auf den Tisch. Er trinkt keinen Tee. Können wir sein Latte Macchiato nicht auch ohne Milch zubereiten? Ich google mal. Keine Chance. Ich stoße bei dem Suchbegriff Latte immer nur auf Erotikseiten. Meine Sensoren registrieren eine erhöhte Körpertemperatur, flachen Atem und unregelmäßige Herztöne. Ich glaube, ihm geht es nicht gut. Und wir gehen von einer beispiellosen... Bei Erkältung hilft... Das ist keine einfache Erkältung. Seine Werte sehen gesundheitsbedrohlich aus. Oh, sollen wir einen Arzt rufen? Tja. Weiß nicht. Also ich übernehme dafür nicht die Verantwortung. Vielleicht hat er sich nur den Magen mit abgelaufenen Lebensmitteln verdorben. Meine Lebensmittel sind nicht abgelaufen. Bis auf die Milch. Vielleicht sollten wir ihn wecken, damit er selbst entscheiden kann, ob er einen Arzt braucht oder nicht. Gute Idee. Das sollten wir machen. Radio, dreh voll auf. Alle Lieder der 80er und 90er. Er wacht nicht auf. Heute haben wir Professor Dr. Cornelius Post zu Gast, mit dem wir über Wiederbelebungsmaßnahmen am Unfallort sprechen. Beeilt euch! Es geht ihm immer schlechter! Die Lage ist ernst! Wir brauchen Hilfe! Ich schicke eine Rundmail an alle IP-Adressen im Haus und schildere die Lage. Keine Antwort! Niemand will uns helfen! Dann sind wir auf uns allein gestellt. Mir fällt ein, dass er in seinem Schlafzimmer einen neuen Radiowecker hat. Ich mail ihn an. Vielleicht kann er ihn wecken. 좋은 아침입니다. 일어나 주시겠습니까? Der Radiowecker ist ein südkoreanisches Gerät ohne mehrsprachige Benutzerführung und versteht nicht, was ich von ihm will. Na schön, ich wähle den Notruf. Aber wenn sich herausstellt, dass er wirklich nur schlecht geträumt hat, verpasst er uns allen eine neue Firmware. Er träumt nicht schlecht, er nippelt ab. Ich komme nicht raus.
Der Router ist der Meinung, dass wir überreagieren. Wir sollen in den Energiesparmodus gehen und ihn in Ruhe Updates machen lassen. Aber er atmet kaum! Ich empfange keine Datenpakete mehr. Der Router hat das Netzwerk abgeschaltet. Und was machen wir jetzt? Er wird sterben, wenn wir nichts unternehmen. Ich habe einen Plan. Aber der Toaster ist der Einzige, der ihn durchführen kann. Tja. Naja. Hören Sie mich, Herr Schröder? Wie fühlen Sie sich? Was ist passiert? Sie hatten einen Herzinfarkt. Sie können Ihrem Schutzengel danken, dass man Sie rechtzeitig gefunden hat. Ich kann mich an nichts erinnern. Wie bin ich hierher gekommen? Ihr Toaster ist durchgebrannt. Hatte einen Kurzschluss. Daraufhin hat die KI ihrer Rauchmelder-Zentraleinheit den Notruf gewählt. Die Feuerwehr hat sie gefunden. Das hätte ich fast vergessen. Gleich nach ihrer Einlieferung ist eine E-Mail für sie gekommen. Eine Mail? Das weiß doch niemand, dass ich hier bin. Bringen Sie bitte frische Milch mit.